Lektion 129. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Dieses ist der Gedanke, der aus dem folgt, den wir gestern übten. Du kannst dich nicht mit dem Gedanken begnügen, dass die Welt wertlos ist. Denn wenn du nicht siehst, dass es etwas anderes gibt, worauf du hoffen kannst, wirst du nur niedergeschlagen sein. Unsere Betonung liegt nicht darauf, die Welt aufzugeben, sondern sie gegen etwas einzutauschen, was viel befriedigender ist, erfüllt mit Freude und imstande, dir Frieden zu schenken. Denkst du, dass diese Welt dir dieses bieten kann? Es könnte lohnen, ein wenig Zeit daran zu geben, noch einmal über den Wert dieser Welt nachzudenken. Vielleicht wirst du zugeben, dass du nichts verloren hast, wenn du jeden Gedanken an Wert hier loslässt. Die Welt, die du siehst, ist für wahr erbarmungslos, instabil, grausam, gleichgültig dir gegenüber, schnell bereit zur Rache und mitleidlos vor Hass. Sie gibt nur, um zu widerrufen, und sie nimmt alle Dinge weg, die dir eine Zeit lang lieb und teuer waren. Keine dauerhafte Liebe ist zu finden, denn es gibt hier keine. Dies ist die Welt der Zeit, in der alle Dinge enden. Ist es denn ein Verlust, stattdessen eine Welt zu finden, in der du nicht verlieren kannst? Wo Liebe ewig währt? Hass nicht existieren kann und Rache ohne Bedeutung ist? Ist es denn ein Verlust, alle Dinge zu finden, die du wirklich willst, in der Erkenntnis, dass sie kein Ende haben und die ganze Zeit hindurch genauso bleiben werden, wie du sie haben willst? Doch auch diese werden am Ende ausgetauscht gegen etwas, worüber wir nicht sprechen können. Denn von da aus gehst du dorthin, wo Worte völlig versagen, in ein Schweigen, wo die Sprache ungesprochen bleibt und doch bestimmt verstanden wird. Die Kommunikation, unzweideutig und sonnenklar, bleibt unbegrenzt in alle Ewigkeit. Und Gott selbst spricht zu seinem Sohn, wie auch sein Sohn zu ihm spricht.
Ihre Sprache kennt keine Worte. Denn was Sie sagen, lässt sich nicht in Symbole fassen. Ihre Erkenntnis ist unmittelbar, wird ganz geteilt und ist gänzlich eins. Wie weit davon entfernt bist du, der du an diese Welt gebunden bleibst? Und dennoch, wie nahe bist du, wenn du sie gegen die Welt eintauscht, die du willst? Jetzt ist der letzte Schritt gewiss. Jetzt bist du nur noch einen Augenblick von der Zeitlosigkeit entfernt. Hier kannst du nur noch vorwärts schauen, nie zurück, um noch einmal die Welt zu sehen, die du nicht willst. Hier ist die Welt, die kommt, um ihre Stelle einzunehmen, wenn du deinen Geist von den kleinen Dingen losmachst, die die Welt hinhält, um dich gefangen zu halten. Miss ihnen keinen Wert bei, so verschwinden sie. Schätze sie, dann erscheinen sie dir als wirklich. Das ist die Wahl. Was kannst du denn dabei verlieren, wenn du beschließt, dem Nichts keinen Wert beizumessen? Diese Welt enthält nichts, was du wirklich willst. Doch das, was du stattdessen wählst, das willst du wirklich. Lass es dir heute gegeben werden. Es wartet nur darauf, dass du es wählst, um den Platz all der Dinge einzunehmen, die du suchst, aber nicht willst. Übe dich in der Bereitwilligkeit, diese Veränderung vorzunehmen. Morgens und abends, je 10 Minuten lang und einmal noch dazwischen. Fang damit an. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Ich treffe die Wahl, jene Welt statt dieser hier zu sehen. Denn hier ist nichts, was ich wirklich will. Schließe dann deine Augen vor der Welt, die du siehst. Und in der stillen Dunkelheit sieh die Lichter, die nicht von dieser Welt sind, sich eines nach dem anderen entzünden, bis das Anfangen des einen und das Aufhören des anderen jede Bedeutung verlieren, da sie ineinander übergehen. Heute neigen die Himmelslichter sich dir zu, um auf deine Augenlider zu leuchten.
während du jenseits der Welt der Dunkelheit ruhst. Hier ist ein Licht, das deine Augen nicht erblicken können. Und dennoch kann dein Geist es deutlich sehen und er kann verstehen. Ein Gnadentag ist dir gegeben heute und wir sagen Dank. An diesem Tag begreifen wir, dass nur Verlust es war, was zu verlieren du befürchtet hattest. Jetzt verstehen wir auch, dass es Verlust nicht gibt, denn wir haben endlich sein Gegenteil gesehen und wir sind dankbar, dass die Wahl getroffen ist. Erinnere dich stündlich an deine Entscheidung und nimm dir einen Augenblick, um deine Wahl zu bestätigen, indem du jeglichen Gedanken beiseite legst und kurz bei diesem nur verweilst. Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Ich treffe die Wahl, jene Welt statt dieser hier zu sehen. Denn hier ist nichts, was ich wirklich will. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will.